Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir feiern die Vorabendmesse von Fronleichnam. Da ist das so üblich, dass man an diesem Fest keine Predigt hält. Ich habe meistens in meinen über 60 Priesterjahren gesagt, die Predigt ist die Prozession, das kann ich heute nicht. Deswegen sage ich zur Vorbereitung auf die Heilige Messe, ich habe ein bisschen studiert. Dieses Fest gibt es seit dem Mittelalter. Es ist entstanden in Frauenorden. Es ist buchstäblich von Frauen in die Welt gesetzt worden. Die beriefen sich auf die Vision, die eine inzwischen selig gesprochene Juliana von Lüttich hatte. Der ist also beim Gebet der Vollmond erschienen mit einer kleinen schwarzen Flagge, einen Fleck da drin. Und hat gesagt, was heißt das? Was heißt das? Und hat er ihr eine Stimme gesagt, das ist ein Fest, was noch fehlt. Sie gesagt, ja. Und das Zweite für uns Wichtige ist, diese Frauenorden, in denen das Fest, die sich an die Visionen der Juliana erinnerten, haben es eingeführt als eine Art Sühnefest, weil wir so oft unandächtig sind, weil wir leider manchmal auch beim Kommunionempfang unandächtig sind. Wollen wir mal eigens richtig feiern, dass wir dieses Brot vom Himmel haben? Wir tun also eigentlich heute Abend nichts anderes, als was wir am Gründonnerstagabend gefeiert haben. Lassen Sie uns zu Beginn über unseren guten Willen wie über unser menschliches Versagen das Erbarmen des Herrn anrufen. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um uns den Weg zu Gott zu zeigen. Herr, erbarme dich. Du hast am Abend deines Lebens uns dieses Sakrament geschenkt. Christus, erbarme dich. Du willst im Wort und im Sakrament immer bei uns bleiben. Herr, erbarme dich. Der gute Gott erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zu seinem ewigen Leben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und herrscht in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott,
dich während der 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du seine Gebote bewahrst oder nicht. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und hat dich dann mit dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und das auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du dem Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat, der dich durch die große und furchterregende Wüste geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes Land, wo es kein Wasser gab, der für dich Wasser aus den Felsen der Steilwand hervorsprudeln ließ, der dich in der Wüste mit dem Manna speiste, das deine Väter noch nicht kannten. Wort des lebendigen Gottes. Jerusalem, rühme den Herrn, Lob singe Zion deinem Gott. Jerusalem, rühme den Herrn, Lob singe Zion deinem Gott. Jerusalem, rühme den Herrn. Zion, lobe deinen Gott, denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht, die Kinder in deiner Mitte gesegnet. Er verschafft deinen Grenzen Frieden. Er sättigt dich mit bestem Weizen. Er sendet seinen Spruch zur Erde. In Eile läuft sein Wort dahin. Jerusalem, rühme den Herrn, Lob singe Zion deinen Gott. Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Gesetze und seine Entscheide. An keinem anderen Volk hat er so gehandelt, sie kennen sein Recht nicht. Jerusalem, rühme den Herrn, Lob singe Zion deinen Gott. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das eure Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Herr Jesus Christus, du beschenkst uns heute mit deinem Brot, mit deiner Gegenwart. Dir tragen wir unsere Bitten vor. Für die vielen Menschen in der Welt, die nicht genug zu essen haben, Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Menschen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für alle ungerecht Bedrängten, Unterdrückten und Verfolgten, Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für ein geschwisterliches Miteinander aller Gruppen und Verbände unserer Gemeinde, Christus, höre uns. Christus, höre uns. Für die Menschen, die auf ihren Tod zugehen, dass ich sie dir ohne Angst anvertrauen können. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Denn du allein kannst unseren Hunger stillen, unseren Hunger nach einem erfüllten Leben. Dir sei Lob und Preis in Ewigkeit. Thank you.
Herr unser Gott, wir bringen das Brot dar, das aus vielen Körnern bereitet, und den Wein, der aus vielen Trauben gewonnen ist. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Als der wahre und ewige hohe Priester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selbst als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns immer mehr eins werden durch deinen Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bistumsverwalter Johannes und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die aus deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es wirklich. Darum dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat den Aposteln seinen Frieden versprochen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, sieh jetzt nicht auf unsere Fehler und Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind.
Lasst uns zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes ist für uns ein Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit. Sättige uns einst im ewigen Leben durch den vollen Genuss deiner Gottheit, der du lebst und Leben schenkst in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte uns alle der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.